Willkommen, willkommen zurück. Hier die Mindmap zum Thema Investitionsrechnung. Und diese Mindmap soll die Frage beantworten: Ja, ich muss hier in schriftliche Prüfung oder in eine mündliche Prüfung. Was fragen die denn da so? Worum geht es denn da überhaupt? Leute, es geht immer um den Überblick. Wenn ihr den Überblick habt, dann könnt ihr euch solche Fragen beantworten. Diese Mindmap soll den Überblick liefern zum Gebiet Investitionsrechnung und damit auch die Frage, was können die mich denn da fragen, beantworten, ohne Anspruch auf Vollständigkeit natürlich. So, Sie wissen, ich fange immer an mit Grundgedanke oder Begriff. Das heißt, die Frage ist, was ist das, was soll das, was macht das? Der Grundgedanke der Investitionsrechnung ist, das richtige Einkleiden. Wie komme ich denn da drauf jetzt? Investieren, da steckt das lateinische investis drin. Und das heißt einkleiden. Und in der Tat ist investieren aus Sicht eines Unternehmens das gleiche wie für einen Menschen, der sich einkleidet. Wenn man sich mit Maschinen und einem Fuhrpark und Druckern und Rechnern und Software und so weiter versieht, kleidet man sich ein. Deswegen ist der Grundgedanke richtiges Einkleiden, abgeleitet aus dem Wort investieren. Da steckt das lateinische investis drin. Vestis, die Kleidung, wir kennen das noch aus dem Wort Weste. Also es geht um das richtige Einkleiden. Und zwar, das richtig soll geklärt werden durch rechnerische Ermittlung. Man versucht also zumindest durch Rechnung die Entscheidung zu treffen, wie man sich richtig einkleidet. In welche Maschinen, Autos, Computer, Drucker, Rechenanlagen man sein Geld leitet. Ich will den Begriff investieren hier verwenden. Ja, Investitionsrechnung könnte man auch sagen, bedeutet zu rechnen, wie man richtig investiert. Aber da haben wir das Wort wieder verwendet und das bei Definition hat das immer so was von einem Zirkelschluss. Ja, deswegen ist es besser, wenn man so formuliert, wie ich gerade formuliert habe. Man versucht durch rechnerische Ermittlung festzustellen, was die richtigen, und jetzt hängt es natürlich vom Betriebszweck ab, Maschinen, Computer, Drucker und so weiter, Autos, Fuhrpark und so weiter sind. Darum geht es in der Investitionsrechnung. So, und hier gibt es nun verschiedene Gruppen von Verfahren. Es gibt statische Rechenverfahren. Ja, es heißt Investitionsrechnung, das heißt, man rechnet hier und die Verfahren haben auch das Wort Rechnen drin. Es gibt statische Verfahren und es gibt dynamische Verfahren. Und ehe wir in die Details gehen, was ist der Unterschied? Was ist der Grundgedanke der statischen Verfahren und was ist der Grundgedanke der dynamischen Verfahren? Denken Sie an mein Video, welches Wissen ist wichtig? Was ist wichtiges Wissen? Wichtiges Wissen ist strukturelles Wissen, Wissen um den Grundgedanken und Wissen um die Synonyme. Das ist wichtiges Wissen. Also klären wir, was ist der Grundgedanke der statischen Verfahren? Klären wir, was ist der Grundgedanke der dynamischen Verfahren? Die statischen Verfahren arbeiten mit einem einperiodigen Vergleich. Deswegen heißen sie statisch. Ja, das ist also die Klärung des Begriffs statisch. Statisch heißt hier im Prinzip eine und zwar die erste Periode. Ja, so gesehen ist eine Zeitpunktbetrachtung, aber der Zeitpunkt ist hier dann doch eben eine Periode und zwar die erste. Man könnte es auch aus der Sicht der dynamischen Verfahren beleuchten und sagen, die dynamischen Verfahren arbeiten mit Zahlungen und die statischen Verfahren arbeiten mit Kosten und so weiter. Also die Größen, die man hier verwendet, sind Kosten. ETC. Also wenn man dann zur Gewinnvergleichsrechnung ich greife etwas vor, zur Gewinnvergleichsrechnung übergeht, dann muss man halt noch die Umsatzseite dazu schalten. Da hat man Umsatz minus Kosten gleich Gewinn.
Aber wenn man sich hier klar macht, hier wird vor allem mit Kosten gearbeitet, dann hat man den Unterschied zu den dynamischen Verfahren, denn um hier den Kontrast direkt herzustellen, die Größen bei den dynamischen Verfahren sind Zahlungen. Ja, Zahlungen. Das heißt, bei den dynamischen Verfahren erfasst man die Anschaffungsauszahlung in T0, im Zeitpunkt T0, also wenn die ganze Geschichte losgeht, während man bei den statischen Verfahren die Abschreibungen erfasst, die aus diesen Anschaffungsauszahlungen in die Maschine resultieren. Das ist ein Riesenunterschied. Dynamische Verfahren betrachtet, wann kommt Geld rein, wann kommt Geld raus oder geht Geld raus, und die statischen Verfahren denken in Kostengrößen. Der Grundgedanke bei den dynamischen Verfahren ist also der unterschiedliche zeitliche Anfall von Zahlungen. Für die dynamischen Verfahren ist es wichtig, ob 1.000 Euro jetzt weggehen oder in 3 Jahren, ob 10.000 Euro jetzt reinkommen oder in 5 Jahren. Dieser Unterschied bei dem zeitlichen Anfall der Zahlung wird bei den dynamischen Verfahren berücksichtigt. Das ist die Dynamik dieser Verfahren. So, damit haben wir das geklärt. Jetzt kommen tatsächlich die Verfahren. Ja, ich könnte jetzt einen Ast machen, Verfahren, und dann noch was dranhängen. Ich spare mir das, ich hänge das direkt an statische Verfahren dran. Es gibt 4 statische Verfahren. Strukturzahl ist also 4. Es gibt die Kostenvergleichsrechnung. Die Kostenvergleichsrechnung. Darauf aufbauend die Gewinnvergleichsrechnung. Ja, wenn man die Kostenvergleichsrechnung hat, ist eine Gewinnvergleichsrechnung ganz leicht gemacht. Man zieht oben noch eine zusätzliche Zeile ein, setzt den Umsatz darüber. Streng genommen müsste man sagen, die Leistung. Ne? Leistung minus Kosten gleich Gewinn oder eigentlich streng genommen Betriebsergebnis. Ne? Sie sehen, hier gehen die Begriffe wieder durcheinander so ein bisschen. Und dann hat man eine Gewinnvergleichsrechnung. Ne? Die Kosten bleiben unverändert. Hier kommt nur eine Zeile oben drüber hinzu, nämlich der Umsatz. Davon zieht man die Kosten ab und dann hat man die Gewinne. Ne? Und natürlich ist die Entscheidung hier bei der Kostenvergleichsrechnung, nimmt man die Alternativen mit den geringsten Kosten, bei der Gewinnvergleichsrechnung die mit dem höchsten Gewinn. Dann gibt es die Rentabilitätsrechnung. Da setzt man den Gewinn. Sie sehen auch hier wieder, von der Gewinnrechnung, Vergleichsrechnung kommt man zur Rentabilitätsrechnung, setzt man den Gewinn im Verhältnis zum angesetzten Kapital, berechnet die Rentabilitäten. Die Größe ist eine Prozentgröße, während bei der Kostenvergleichsrechnung und der Gewinnvergleichsrechnung jedes Mal Euro rauskommen. Ja, kommen hier bei der Rentabilitätsrechnung Prozentwerte raus. Und das sollte überhaupt nicht dahin. So, und dann gibt es noch die Amortisationsrechnung und da kommt ein Zeitraum raus. Ja, das ist wieder eine andere Dimension, eine andere Einheit. Amortisationsrechnung beantwortet die Frage, wann hat sich die Investition amortisiert, wann ist sie zurückgeflossen? Und die Antwort gibt man, indem man einen Zeitraum nennt, zum Beispiel in 2 Jahren und 5 Monaten. Das ist die Antwort, die Amortisationsrechnung liefert. Und da gewinnt natürlich die Alternative, die die kürzere Amortisation hat. Das sind die statischen Verfahren. So, jetzt will ich, ehe ich zu den dynamischen Verfahren komme, noch etwas dazwischen schalten, nämlich die Zinsfaktoren. Die Zinsfaktoren brauchen wir, wenn wir dynamisch rechnen. Die statischen Verfahren brauchen die Zinsfaktoren nicht. Die dynamischen Verfahren brauchen die Zinsfaktoren. Solange Sie also hier in der statischen Welt sind, die statischen Verfahren nennt man auch Praktikerverfahren, weil sie einfach und leicht handhabbar sind, brauchen Sie die Zinsfaktoren nicht. Wenn Sie dynamisch werden in Ihrer Berechnung, brauchen Sie die Zinsfaktoren. Auch hier nehmen wir sie auf. Und zwar haben wir einmal den Aufzinsungsfaktor. Und wir haben den Abzinsungsfaktor. Und der Abzinsungsfaktor ist hier der wichtigere von den beiden, weil das wichtigste dynamische Verfahren der Kapitalwert ist. Und der Kapitalwert zinst alles
auf heute, auf T0 ab. Deswegen ist der Abzinsungsfaktor hier der wichtigere. Dann gibt es den Renten-Barwert-Faktor. Die Faktoren, die jetzt kommen, können wir einsetzen, wenn wir eine Reihe gleich großer Zahlungen haben, denn das ist ein anderes Wort für Rente. Hier kommen jetzt alles Begriffe mit Rente, 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 Rentenbarwertfaktor und Rentenendwertfaktor. Der Rentenbarwertfaktor gibt mir den Barwert, also den Gegenwartswert heute in einer Summe von einer Rente. Und der Rentenendwertfaktor liefert mir den Endwert einer Rente. Ja, wenn ich also jetzt über fünf Perioden 1000, 5x 1000 Euro bekomme, dann kann ich das in eine Summe umrechnen, Gegenwartswert heute, was ist das heute in einer Summe wert unter Berücksichtigung eines bestimmten Zinssatzes, oder ich kann es in einen Endwert umrechnen, in einer Summe am Ende meiner Betrachtung. So, und dann, wenn wir dann noch in die Feinheiten gehen, dann gibt es noch den Wiedergewinnungsfaktor. Da verteilt man eine Summe, die man heute hat, auf die Laufzeit. Und es gibt den Tilgungsfaktor. Beim Wiedergewinnungsfaktor hat man die Summe am Anfang und verteilt sie auf die Laufzeit. Also was ist die Rente, die man aus einer Summe ziehen kann, die man am Anfang hat? Beim Tilgungsfaktor ist es, welche Rente kann ich mir zahlen aus einer Summe, die ich erst am Ende der Laufzeit bekomme? Das sind die Zinsfaktoren. So, und wir brauchen vor allem den Abzinsungsfaktor, und auch wenn die Rente gleich groß ist, kann man mit dem Abzinsungsfaktor rechnen, ist nur ziemlich viel Arbeit und zeitintensiv. Und in der Prüfung kommt es auf Zeit wesentlich an. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass der Rentenbarwertfaktor die gleiche Arbeit leistet, aber die Rechenoperation erheblich verkürzt. So, dann kommen wir zu den eigentlichen dynamischen Verfahren. Die dynamischen Verfahren sind derer drei. Strukturzahl statisch 4, Strukturzahl dynamisch 3. Der Kapitalwert. Das zweite ist der interne Zinsfuß. Und das dritte ist die Annuität. Im Grunde sind der interne Zinsfuß und die Annuität Spielarten des Kapitalwerts. Zumindest kann man es so sehen. Der Kapitalwert geht von einer Zahlungsreihe aus und rechnet das Ganze um in einen Gegenwartswert heute. Was ist eine Reihe zukünftiger Zahlungen, genauer gesagt Einzahlungsüberschüssen, weil man Einzahlung gegen Auszahlung erstmal verrechnen muss und dann den Einzahlungsüberschuss aus jeder Periode hat? Was ist das in einer Summe heute wert? Das beantwortet uns der Kapitalwert. Und der interne Zinsfuß rechnet das quasi um in einen Prozentsatz, und die Annuität verteilt wieder, mit Hilfe übrigens dieses Wiedergewinnungsfaktors, den Kapitalwert auf die Laufzeit. Rechnet das also um den Kapitalwert, ist ja eine Summe heute, Gegenwartswert heute, rechnet das um in jährliche Beträge. So, das ist der Überblick. Das ist der Beginn. Wenn man jetzt in eine mündliche Prüfung geht, ist es erstmal wichtig, dass man diesen strukturellen Überblick hat. Reicht das für eine mündliche Prüfung? Ich vermute mal nein, denn es kann natürlich sein, dass es hier mehr ins Eingemachte geht. Das hängt auch davon ab, welche Zensur der Prüfling braucht. Manche gehen ja mit einer Vorzensur in die Prüfung, die unter 50 Punkten liegt, und dann muss man ausgleichen, um insgesamt das Gesamtergebnis auf Bestanden zu bringen, und das kann man sich vorher ausrechnen, das sollte man auch tun. Und wenn man dann irgendwas braucht, sagen wir mal über 80 Punkte, dann sollte man schon hier weiter ins Detail gehen. Ja, man sollte dann also Fragen beantworten können, wie zum Beispiel: Welche Schwächen haben denn die statischen Verfahren? Ja, oder welche Schwächen haben die Verfahren der Investitionsrechnung generell? Ja, versuchen wir das auch nochmal. Nehmen wir also einen weiteren Ast hier auf. Schwächen.
Schwächen insgesamt. Ja, man kann natürlich auch dann über Schwächen-Startverfahren reden, das habe ich aber schon getan. Wenn Sie an den Grundgedanken denken hier, ne, der einperiodige Vergleich und die Größen sind Kosten. Und wenn man hier im Vergleich mit den statischen Verfahren, dann sind es hier Zahlungen, also die Größen sind Zahlungen. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen von Verfahren. Wenn es aber jetzt generell um Schwächen der Investitionsrechnung geht, dann kann man sagen, es ist eine rein quantitative Betrachtung. Das Ding heißt ja Rechnung. Rein quantitativ, man könnte auch sagen, zahlenbezogen, rein quantitative Betrachtung. Ja, was ist denn da die Schwäche, fragt der Prüfer. Ja, nun, wenn ich die Entscheidung zu treffen habe zwischen zwei Investitionsalternativen, zum Beispiel zwischen zwei Maschinen oder zwischen zwei Autos oder zwischen zwei Druckern oder zwischen zwei Computern oder Laptops, dann spielt doch nicht nur die Rechnerei eine Rolle, sondern es spielen doch auch die qualitativen Faktoren eine Rolle. Wenn die eine Maschine einen Höllenlärm macht, dann sehe ich das an den Zahlen erstmal nicht. Aber ich möchte vielleicht dann doch eine leisere Maschine. Ja, weil wenn die Leute da alle mit diesen Ohrschützern da, bei der Bundeswehr haben wir gesagt Mickey-Mäuse, ja, mit diesen Mickey-Mäusen da rumlaufen müssen und die andere Maschine leistet das Ganze, ohne dass einem die Ohren schallern, dann entscheide ich mich vielleicht dann doch für die leisere Maschine, obwohl die Zahlen eigentlich eher für die andere sprechen. Also es gibt mit anderen Worten qualitative Faktoren, die sehr stark entscheidungsrelevant sind. Ja, wie können Sie denn die erfassen, fragt der Prüfer. Ja, da gibt es ein Scoring-Modell oder auch genannt Nutzwertanalyse. Na, so könnte man also hier die Brücke schlagen und dann ist man plötzlich beim Scoring-Modell. Es ist eine rein statische Betrachtung. Dann wird Bekanntheit der Zahlen wird vorausgesetzt. Ja, Sie rechnen in die Zukunft und die Zukunft ist nun mal unbekannt, aber Sie tun so, als wüssten Sie die Zahlen schon. Da sind die statischen Verfahren nicht so mutig wie die dynamischen Verfahren, aber die dynamischen Verfahren sind da sehr mutig. Es gibt Prüfungsaufgaben, wo bis Periode T10 gerechnet wird. Das heißt, Sie wissen, was in 10 Jahren reinkommt und was rausgeht. Das ist natürlich gewagt. Also wir unterstellen die Bekanntheit der Zahlen. Wir unterstellen parallel dazu nicht nur, dass sie bekannt sind, sondern wir unterstellen auch Datensicherheit. Nicht nur, dass sie bekannt sind, sondern dass sie auch so sind, wie wir annehmen, dass die Daten, mit denen wir rechnen, sicher sind. Dass sie so sind, wie wir denken, dass sie sind. Wenn das nicht so ist, kann die Entscheidung komplett kippen. Das sind also, ich bin jetzt hier sicher nicht vollständig, das sind Schwächen insgesamt der Verfahren der Investitionsrechnung. Ja, fragt der Prüfer weiter, wunderbar. Da ist immer wichtig, dass man weiß und dass man auch rüberbringt, dass das alles nicht so das Gelbe vom Ei ist, sondern immer mit Schwächen behaftet. Schauen Sie mal, wenn Sie rechnen, wie Sie sich richtig einkleiden und Sie haben hier 4 Verfahren und Sie haben hier 3, dann ist das doch schon mal der klare Beleg dafür, dass es Stärken und Schwächen geben muss. Denn sonst hätte man ein Verfahren und das würde man anwenden und dann käme man zum Ergebnis und alles wäre gut und alle wären zufrieden. In Wirklichkeit hat man hier 7 Verfahren, 4 statische, 3 dynamische. Ja, es stimmt, die statischen Verfahren sind unterschiedlich, ob wir nur Kosten vergleichen, was allerdings am häufigsten ist bei Investitionsentscheidungen, oder ob wir noch die Gewinngrößen dem gegenüberstellen können. Das ist nicht immer leicht möglich. Wenn Sie sich zwischen 2 Druckern entscheiden, dann ist es sehr schwer zu sagen, der eine Drucker erzielt den Umsatz, der andere erzielt den Umsatz, es sei denn, Sie sind in der Druckerei, dann mag das wieder anders aussehen. Aber schon richtig, dass diese Verfahren für unterschiedliche Probleme durchaus angewendet werden, dass manchmal die Gewinnvergleichsrechnung sinnvoller ist als die Kostenvergleichsrechnung, aber insgesamt 7 Verfahren zu der einer Frage, nämlich wie ich mich richtig einkleide, da sieht man schon, dass es hier nicht
das ein eindeutige gibt. Hat der Kapitalwert vielleicht auch Schwächen? Ja, der Kapitalwert hat eine Menge Schwächen. Ich will jetzt die Mindmap hier nicht überlasten, sondern nur ein, zwei beispielhaft nennen. Ja, auch hier unterstellen Sie die Bekanntheit der Zahlungen. Das kann teilweise sehr gewagt sein, wenn die Betrachtung über 10 Perioden geht. Sie unterstellen weiter, dass Sie die Zahlungen genau der jeweiligen Periode zurechnen können. Und nicht nur das. Sie unterstellen, dass die Zahlungen genau am Ende der Periode anfallen, damit Sie keine sogenannte unterjährige Verzinsung haben. Das ist so ein kleiner Trick, damit man nicht zu kompliziert rechnen muss. Dann hat der Kapitalwert die große Schwäche mit dem sogenannten Kalkulationszinsfuß. Das ist der einheitliche Zinssatz, mit dem gerechnet wird. Der wird auch nicht verändert, der wird auch nicht angepasst. Und der sollte möglichst die Marktsituation möglichst gut wiedergeben. Und wenn man hier ein bisschen mit dem Kalkulationszinsfuß spielt, dann kann es sein, dass die Entscheidung kippt. Ja, höherer Kalkulationszinsfuß führt zu einem niedrigeren Kapitalwert. Ja, also diese Abhängigkeit von der Prämisse, wie hoch ich meinen Kalkulationszinsfuß ansetze, ist auch eine Schwäche des Kapitalwerts. Ja, und so weiter und so weiter. Ich will jetzt hier, das wäre wieder eine eigene Mindmap über Kapitalwert. Ja, aber das ist der Überblick. Sie sehen, jetzt geht es hier nur noch weiter in die Details. Kapitalwert, wie kriegen Sie das jetzt in den Griff? Grundgedanke. Vorgehen. Kritik oder Stärken, Schwächen. Ja, Kritik ist das kurze Wort in der BWL für Stärken und Schwächen. Kritik kann positive Kritik sein, das sind dann Stärken, oder negative Kritik. Kritik ist also nicht nur negativ, sondern Kritik heißt Würdigung. Ja, das sind also die Stärken und die Schwächen. So kriegen Sie jedes dieser Verfahren in den Griff, wenn Sie sich diese drei Punkte klar machen. Was ist der Grundgedanke des Kapitalwerts? Wie ist sein Vorgehen? Und was sind die Stärken und Schwächen? Also was ist die Kritik? Ja, das gleiche gilt für internen Zinsfuß, das andere gleiche gilt für Annuität. So, und wenn Sie das in der Vorbereitung machen auf die mündliche Prüfung für das Fach Investitionsrechnung, dann ist das eine gute, sinnvolle Vorbereitung. Und das rate ich. Ich kriege immer wieder Anfragen, ja, ich muss in die mündliche Prüfung, was fragen die mich denn da? Ja, das weiß ich doch nicht. Ich weiß nur, wie man sich vernünftig vorbereiten kann, und hier ist die Antwort. Wenn Ihr Fach Investitionsrechnung heißt, machen Sie sich eine Mindmap, gehen dann hier weiter in die Details und dann sprechen Sie sich das Ganze zu Hause vor. Ja, Sie tun so, als hätte der Prüfer Sie gerade gefragt, ja, mit dem Kapitalwert können Sie das nochmal genauer erklären, wie funktioniert das eigentlich genau? So, dann sind Sie hier bei Vorgehen. Dann sprechen Sie sich das zu Hause vor und gucken, ob Sie das einigermaßen sicher verbalisiert bekommen. Ja, also Mindmap machen und sich die Dinge zu Hause vorsprechen und dann auch durchaus mal den Mut haben, wenn der Prüfer dann nickt, Sie haben gerade das Vorgehen des Kapitalwerts, schauen Sie mal, Sie bilden eine Zahlungsreihe und dann zinsen Sie alles auf T0 ab und dann gucken Sie, ob der Kapitalwert größer 0 ist, dann nehmen Sie die Sachinvestition, wenn er kleiner 0 ist, nehmen Sie die Finanzinvestition und dann gucken Sie mal, ob Sie nicht dann sofort weiterreden können und zum internen Zinsfuß übergehen können. Ne? Beim internen Zinsfuß ist das Vorgehen ein bisschen anders. Das ist der Zinsfuß, bei dem der Kapitalwert 0 wird. Das heißt, wir müssen das ausrechnen, welcher sogenannte Kalkulationszinsfuß, der in dem Fall der interne Zinsfuß, ergibt sich, wenn der Kapitalwert gerade 0 ist. Ne? Das ist hier das Vorgehen. Ja, warum denn gerade 0? Ja, weil der Kapitalwert eben entscheidet. Kapitalwert größer 0, Sachinvestition, Kapitalwert kleiner 0, Finanzinvestition, da ist also genau die Grenze. Ja, so da ein bisschen zu Hause mit rumspielen und hier weiter in die Details gehen und dann sind Sie gut vorbereitet. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.